Bier ist tatsächlich am wenigsten gefährdet von allen Produkten, weil eben die Kohlensäure, die im Bier drin ist, natürliche Gärungskohlensäure ist, die entsteht bei der Gärung. Da brauche ich nur ein bisschen CO2, um das Bier dann letztendlich abzufüllen, dass ich es in die Flasche oder ins Fass kriege. Bei Erfrischungsgetränken, also Limonaden, Mineralwasser, ist die Situation eine andere. Die Kohlensäure, die da drin ist, geben wir zu mit technischer Kohlensäure. Und wenn ich keine Kohlensäure habe, kann ich eben keine Limo abfüllen. So einfach ist es. Die Sorge der Brauer ist groß, nicht nur wegen der Kohlensäure. Die Energiepreise explodieren, andere Lieferketten brechen. Wir haben eine sehr, sehr schwere Zeit, weil wir wirklich von Woche zu Woche ganz neu denken müssen. Wir haben Beschaffungsprobleme. Die Rohstoffmärkte sind wahnsinnig explodiert mit dem Ukraine-Krieg. Es ist eine harte Zeit, da war die Pandemie ein Klacks.